Nein, das. Och, komm. Das ist immer wieder dieselbe Scheiße, die man hier machen muss. Ist einfach so nervig langweilig. Hätte man wenigstens irgendwie, dass man in andere Ebenen oder so reingeht. Das fände ich viel angenehmer, aber nein. Muss hier jetzt zigmal dasselbe machen. Wow, ich liebe es. Ich dachte, ich kriege jetzt einen Gegenstand, den ich hier brauche. Ach komm. So, dann haben wir schon mal diese Sachen durch. Oh. Moment, es geht hier, glaube ich, per se nur. Moment. Du musst noch mal die nächsten Dinger jetzt auch noch machen. Boah. Ich bin so am Überlegen. Ich habe so gar kein Interesse an dem Spiel mehr. Sorry. Es tut mir wirklich leid. Hi, Kugelfisch.
Alles gut, Bass. Ja, nur ich habe das hier jetzt schon dreimal machen müssen. Immer wieder dieselbe Kacke muss ich zigmal nochmal in dem Spiel machen. Und tot. Kommt in den Stream, was ist, was man hat? Ich habe keinen Bock mehr. Ja, aber es ist so. Also ich hatte schon Angst so gehabt. Ey, ich muss ja hier alles nochmal machen, so. Und ich verstehe auch den Sinn dahinter einfach nicht. Das ist so ein künstliches, unnötiges Gestrecke von dem Spiel hier. Nur als ob da irgendjemand steht und sagt so, boah, das war cool. Ich frage mich, was das da ist. Und es ist ja nicht so, dass wir das jetzt hier noch, dass es es danach war, so. Oh. 15 Sekunden nur, okay. Und jetzt nochmal. Aber ich glaube, jetzt kommen die Lemminge, ne? Ach nein. Oh. Okay. Ich glaube, darüber komme ich noch nicht. Wie lange habt ihr gestern noch Splatoon gespielt? Bis zum Schluss. Hi Julia. Ich will kurz zu der einen Tür gehen. Dann trinke ich was. Keine Sorge.
wollte einfach nur gucken. Och Mann. So, egal. Wow. Das ist doch das... Mal ich das falsch oder was? Warte mal. Da, ach so. Okay, Moment. Ja. Alles klar, Kugelfisch. So, jetzt trinke ich Wasser. So, lass mich erst was trinken spielen. Warum sind da Blöcke? Das sind gar keine Blöcke. Der Raum sieht anders aus als das letzte Mal. Da sind wir an einem anderen Ort gelangt, als wir das Wapp benutzt haben, das Sauz uns gezeigt hat. Hey Buster, das Mal bin ich dran. Das ist die Tür des Mutes und die Kraft des Mutes kann sie öffnen. Komm, Bas, nimm deinen Mut zusammen, berühre sie. Lass mal rede ich hier. So, hey. Irgendwelche Gefahren lauern ab hier. Ich werde dir jetzt nützlich verraten, um dir beim Überleben zu helfen. Spring das gelbe Licht, um die Zeit zu speichern, zum Eingang zurückzukehren. Spring das gelbe Licht, zum Eingang hier zurückzukehren. Das ist ein Zwischenzeitsprung. Verstanden? Ja. Okay, Moment. Übrigens läuft hier die Zeit nicht weiter. Das finde ich schon mal nett. Okay. Dann probieren wir es mal aus. Du hast 6 Minuten 47 Sekunden gebraucht, um herzukommen. Jetzt zurück zum Eingang des Tempels. Ah, das ist auch, wenn ich nicht genug Zeit habe, ne? Nein, will ich nicht. Ich will weitermachen. Ich will es versuchen zumindest. Nur wir müssen nächstes Mal wieder hier alles langlaufen. Oder speichert das Ding dann da auch ab, dass ich direkt dann dahin geportet werden kann? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir kriegen dann wieder ein anderes Bild und müssen dann die andere Tür suchen. Lächerlich. Ich habe schon wieder so Lust, ne? Übers, hast du das gehört? Ja. Der Boden macht Geräusch, wenn man drauf rennt. Oh nein, die Phantome werden uns bemerken. Wenn man langsam läuft, passiert hingegen nichts. Verstanden, du musst langsam auf dem Boden laufen, wenn ein Phantom in der Nähe ist. Die Böden machen ein lautes, klirrendes Geräusch, wenn man auf ihnen rennt, aber wenn man langsam läuft. Nicht den Netz da. Hä? Okay.
Okay. Jetzt kommt diese Scheiße wieder mit so einer Kugel. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Nein, das ist nicht böse, mir macht das Spiel halt so dermaßen einfach keine Lust, weil ich diese ganze Tempelanlage hier einfach überhaupt nicht leiden kann. Dieses Hin- und Herlaufen, dieses Sinnlose. Und immer wieder die Angst haben, hier die ganze Zeit geschnappt zu werden. Ich mag sowas überhaupt nicht in Spielen. So überhaupt gar nicht. Guck mal. Okay. Ist das bestimmt so, dass wir irgendwo die Kugel ganz woanders holen müssen oder sowas? Egal. Nee, also ich meine das nicht böse, aber mir gefällt das Spiel halt wirklich an diesen Punkten überhaupt nicht. Ich finde die Dungeons ganz nett. Ich finde das drumherum eigentlich auch recht schön, so die Oberwelt erkunden und so. Aber halt dieser Tempel, der macht für mich das komplette Spiel kaputt. Das ist wie in Skyward Sword mit diesen Tautropfen sammeln, das macht das für mich auch kaputt. Nur, dass du in Skyward Sword dich immer wieder auf derselben Map genau dieselben sammeln musst, sondern... Hier musst du ja wirklich immer wieder dieselben Rätsel lösen und es wird dir auch mit den Sachen, die du bekommst, nicht so stark vereinfacht. Vielleicht bin ich auch einfach blöd, das kann auch sein, aber
Also, dass ich das nicht so hinbekomme, wie vielleicht das Spiel das anders gedacht hat und so. Und ich habe jetzt auch keine Lust, da jetzt die Kugel da zu suchen, dann nicht zu wissen, was muss ich jetzt machen und ach, keine Ahnung. Deswegen, wie gesagt, ich meine, es ist nicht böse zum Spiel und so, aber ich habe keine Lust mehr auf das Spiel. Vielleicht spielen wir das doch weiter irgendwie, die Tage oder so. Aber nicht heute, nicht morgen. Ja, ich würde es erstmal auf Eis legen, würde ich einfach sagen. Es tut mir wirklich leid. Wir machen aber stattdessen was anderes und ja, mal gucken.